Zuletzt ging es um das Pokémon Raichu, der Endentwicklung von Pichu und Pikachu. Da stellten wir eben auch wieder die typischen Elektroattacken fest und diese Besonderheiten. Kennenlernten dann eben auch die normale Raichu-Form und die Alola-Raichu-Form und deren Unterschiede kennen. Wenn es euch interessiert, schaut es euch gerne an. Heute geht es dann um Sandan. Sandan gehört dem Typen Boden an, existiert seit der ersten Spielgeneration und bildet die Basisform zu Sandamer. Seit der siebten Spielgeneration besitzt es die Regionalform Alola Sandan, in der es die Typen Eis und Stahl annimmt. Wie ich persönlich finde, die viel coolere Form von Sandan. Sandan ist eben ein kleines, zweibeiniges und schuppentierähnliches Pokémon, besitzt gelbe, weiße und schwarze Farben. Der untere Teil seines Gesichts, der komplette vordere Bereich seines Körpers und die Innenohren sind weiß. Der übrige Körper ist größtenteils gelb, wird jedoch mit einem Muster aus schwarzen dünnen Linien durchzogen. All die so gemusterten Körperteile sind mit harten Schuppen bedeckt. Sandan besitzt einen gedrungenen Körperbau und einen rundlichen Kopf, auf dem zwei dreieckige kleine Ohren wachsen. Und weiterhin hat es zwei relativ große längliche Augen, schwarz-weißer Farbe und die Schnauze läuft spitz zu. Zusätzlich hat es dann noch kräftige Arme, die mit Krallen bewaffnet sind und dabei besitzt es an jeder Hand drei kurze Krallen. Die stämmigen Beine gehen in verhältnismäßig lange Füße über, die mit je zwei Krallen ausgestattet sind und schließlich ist hinten ein mittellanger Schwanz zu erkennen. Dann zu den Unterschieden, die es bei der Alola-Form eben gibt. Das in Alola heimische Sandan ähnelt stark dem normalen Exemplar, allerdings wirkt die Haltung des nun Eis-Stahl-Pokémon noch etwas geduckter und die gelben Hauptschuppen sind durch weiß-blaue Platten ersetzt worden, die einen stahlharten Eispanzer bilden. Und mit Hinblick auf seinen Kopf hat sich das Aussehen seiner Ohren insofern verändert, dass diese abgeflacht sind, allerdings spitz zulaufend. Und des Weiteren befindet sich dann rund um seine Augenpartien ein Streifen, ab dem sich die Höhe der Schuppen unterscheidet. Die Shiny-Form des normalen Sandans, da sind die gelben Körperbereiche grün geworden. In der zweiten Generation ist dieser Teil allerdings noch silbrig-grau. Und ansonsten ändert sich nichts an seinem Erscheinungsbild. Beim Shiny Alola Sandan sind nun auch die vormals weißen Areale kräftig hellblau gefärbt. Ja, Sandan kann bis auf sehr wenige Ausnahmen nur physische Angriffe einsetzen. Dabei nutzt es beim Angriff bevorzugt seine scharfen Klauen oder häuft sich zu einer festen Kugel zusammen, passend zu seiner Fähigkeit, sich augenblicklich zu einem Ball zusammenrollen zu können. Dabei erlernt es die Attacken Einiger, Walzer und Gyroball, jedoch nicht die Attacke Einrollen. Paradoxerweise lernt Sandan per Levelaufstieg auch die Attacke Giftstachel, obwohl es im Gegensatz zu seiner Weiterentwicklung nirgendwo am Körper Stacheln besitzt und mit seiner Fähigkeiten Sandschleier und Sandschara nutzt es die Anpassung und seinen sandigen Lebensraum in der Wüste und nutzt das Vorhandensein eines Sandsturms, um seinen Fluchtwert oder seine Initiative zu steigern. Seine Alola-Form ist an ihren eisigen Lebensraum angepasst und besitzt als Gegenstück zu seiner regulären Form die Fähigkeit Schneemantel. Das ist eine Variation von Sandschleier mit dem Unterschied, dass sie nicht durch einen Sandsturm, sondern durch Hagel und Schneefall hervorgerufen wird. Jetzt gibt es natürlich noch zwischen der normalen Form und der Alola-Form eben die Unterschiede bei den Typ Stärken bzw. Typ Schwächen, die man eben ganz normal kennt. Dementsprechend haben wir beim Normalen, der eben vom Typ Normal ist, wie gesagt, nicht vom Typ Normal, sondern vom Typ Boden, der hat dann eben keine Schwäche gegen Boden, das heißt, er ist immun dagegen, nimmt keinen Schaden, nimmt sogar nur halben Schaden gegen Gestein und Gift. Allerdings
erleidet er gleich doppelten Schaden gegen Pflanze-, Wasser- und Eisattacken. Und der Rest bleibt ihm normal. Bei Alola Sandern mit seinem Typ Eis und Stahl verändert sich das Ganze schon extrem. Wo er vorher gegen Elektro immun war, nimmt er nun normalen Schaden gegen Elektro. Dafür ist es gegen Gift immun, gegen das er vorher halben Schaden bekommen hat. Eis, das vorher doppelten Schaden gemacht hat, macht hier sogar nur ein Viertel Schaden. Wasser, wie gesagt, wandert dann noch zu normalen Schaden. Pflanze sogar nur zu halben Schaden. Insgesamt nimmt er nur gegen Normal, Pflanze, Flug, Psycho, Käfer, Drache und Fee-Attacken nur halben Schaden, also sehr gut. Dafür gegen Boden, woher er vorher normalen Schaden nahm, nimmt er nur einen doppelten Schaden gegen und er ist noch sogar vierfach. Er nimmt sogar vierfach Schaden gegen die Typen Feuer und Kampf, was natürlich sehr schlecht ist. Soweit ich weiß, gibt es auch bei der Weiterentwicklung Sandern mehr eine Alola-Form. Da werden wir dann eben auch die Weiterentwicklung mit den Stacheln hinten am Rücken Sandermeer in der nächsten Folge kennenlernen.